Wir haben es dann doch noch geschafft. Es regnet. Was? Jo, durch den Waggon. Was ist denn hier los? Hier ist alles unter Wasser. Ich hab wieder Pipi gemacht die ganze Zeit. Wir haben es also... Leute, was für ein Scheißwetter. Ach du Scheiße. So, jetzt müssen wir da hinten wieder hin. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind einfach von dem Dach da oben runter. Wir sind da einfach runtergesprungen. Und haben uns einfach irgendeinen doofen Waggon genommen. Was ist das Wetter? Wo müssen wir hin? Da hinten? Was da. Ist schon? Hä? Nee, wir müssen doch zu dem Sammler, der war doch hier in der Nähe, warte mal. Da hinten ist der, 513 Meter. Ist, na, das kann der nicht sein. Mein Gott, nee. Nein, das ist der nie. 513 Meter. Sind wir so weit weg gewesen? Okay. Ja, okay, dann... Warum? Du siehst das doch. Ja, aber wir waren noch... Wenn du mit dem Auge da drauf gehst, steht da, gelangen sie zum Apartment des Sammlers. Ach so, doch, wir sind von da gekommen. Alles gut. Ah, ist ja gut, ist ja gut. Ich hab mich... ist immer eine. Die weiß aber immer alles, die Frau Stöckel. Die Frau Stöckel weiß immer alles. Also wenn Sie Fragen haben, was das angeht, fragen Sie immer Miriam Stöckel. Die erzählt Ihnen dann alles. Warum sind wir denn dann überhaupt hier... Aua. Weißt du, was ich total bescheuert finde? Ja. Dann mache ich irgendwas, eine sichere Landung und so und weiß nicht, was ich drücken muss. Das ist geil. Ja, das stimmt. Hier rein. Hier rein. Doch, hier rein. Machen Sie doch einfach mal Ihre Taschenlampe an. Dann sehen Sie vielleicht auch was. Warten Sie mal bitte. Mhm. Hier geht's hoch auf dem Dach. Ja, los. Aber warten. Oder doch. Gehen Sie mal hoch. Hier, yeah, yeah. Okay. Ah ja, hier waren wir, genau. 300 und noch was ist das Apartment. So, warte mal eben. Boah, ist das ein Wetter? Ich muss mal eben bei Hinweisen gucken, weil ich weiß immer noch nicht. Das war ja Landung, ne? Mhm. Und ich weiß immer noch nicht. Tutorials. Oh Gott. Gleitschirm. Also das mit S stimmt nicht. Mhm. Was ist denn das für ein Wetter heute? Es war so schön. Wo ist denn jetzt die Landung? Ich bin auch doof. Warum gucke ich nicht bei Fertigkeiten? Ich bin auch bescheuert, ey. Ich habe voll an der Klatsche, Leute. Ein schnittiger Runner war das. Landung habe ich gar nicht genommen, ne, oder? Hm. Doch, habe ich doch. Landesprung. Ja. Ich auch noch? Das muss ich aus- Drücken Sie zum Ausführen die Dings, wenn Sie den Boden bei eine Aktivlandung berühren. Guck mal. Ach so. Okay, ich habe das verstanden. Dann heißt, wenn ich runterspringe und ich berühre den Boden, dann muss ich einmal die Leertaste drücken. Mhm. So. Ja, was ist denn jetzt? Wollen Sie oder wie ist das mit Ihnen da? Kriegen Sie das nicht geregelt oder was? Oder? Doch, doch. Ja, dann los. Das ist scheiß Wetter. Was halten Sie davon, wenn Sie mal hier rüber schwingen? Schwingen? Was haben Sie denn jetzt vor? Ja, wir müssen da hinten in 500... Ach, nee, 355 Meter, da müssen wir hin. Ja, ich dachte mir, wir gehen jetzt hier so ein bisschen weiter erstmal. Ja, dann machen Sie das doch. Alles wartet auf Sie. Es ist ja schlimm. Alles wartet auf die Frau Stöckel, ey. So. Oh, hier ist was. Nee, hier Wurfmesser, mal. Yeah! Hä? Ja, ich habe ja gesagt, Sie müssen auch mal öfters Ihren Dingsbums-Sinn da benutzen. Aber wenn sie den nicht nutzen, dann geht das auch nicht. Naja, verstehen Sie, was ich meine? Da schon? Ist noch was. Hier ist auch noch ein Wurfmesser. Da, zack. Und noch ein Wurfmesser. Unrecht. Ich kann hier noch was habe ich? Oben. Ich habe Unrecht, ne? Er hat ja nicht ganz Unrecht, habe ich gesagt. Nee, hat er auch nicht. Das weiß ich ja, dass ich nicht Unrecht habe. Ist noch ein Sperrchen. So, aber wir wollen uns hier nicht aufhalten. Wir müssen da hinten rüber. Mhm. Was möchten Sie denn jetzt machen? Wo sind Sie denn schon? Ganz oben wieder? Ganz oben fast, ja. Da, wo wir schon die ganze Zeit gewesen sind, meine Damen und Herren. Da, wo es wird spannend, was Sie hier... Ich gehe mal ganz nach oben, ne? Wenn ich jetzt hier rüber ruschel. Ich gehe ganz nach oben. Okay. Hier ist eine Tür, die kann ich öffnen. Warten Sie, also da war das mit diesem... Kommen Sie bitte? Ja, ja, da waren wir ja schon eigentlich, ne? Ja. Oh, ein Behälter. Oh, Militär. Und was Leckeres drin und ein Medikit. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, Militär, mit. Ja, cool. So. Haben wir hier noch was? Einmal den überlegen. Und ist da was drin? Nö. Lö. Nö. Können wir die Tür öffnen? Die können wir natürlich öffnen. Und offen. Jawohl. So, jetzt geht's los.
Wir müssen da hinten hin. Ja, da. Warten Sie mal, wir können hier aber nochmal eben gucken. Ob hier noch was liegt? Nein, liegt nichts mehr, also können wir hier hochklettern. So, Freunde, jetzt sind wir top of the bottom. Ja, geht, es hat sich top of the bob ist jetzt. Da unten ist ein Windrad. Was? Dies, darf ich vorstellen? Miri Rocklady, top of the bob. Da ist ein Windrad, Herr Hoxchen. Ich lach mich kaputt, ey. Ja, Abtrünnige. Okay, also wir müssen aber in diese Richtung. Ja, entweder schwingen sie jetzt darüber oder sie... Die ich trau mich nicht, weil ich gehe abwärts, ich gehe runter. Weil ich das mit S nicht hoch machen kann. Aua! voll Dingen geknallt hier. Ah, ich brauche ja gar nichts machen. Wo ist er denn? Bin auf dem Weg. Ah, da kommt er. Oh, da ja. Unten? Aber ja, Sie können hier hoch. Ich helfe Ihnen sogar, wenn Sie möchten. Na, Olga? Olga. Haben Sie jetzt Olga zu mir gesagt? Natürlich, Sie sind doch eine Olga. Nein, ich bin die Miri. Ja, ja. So, da hinten. Ja, da hinten, da. Das heißt... Da können wir hochklettern an den Dingern da. Mhm. An den seitlichen Dingern. Oder wir rennen einfach weiter. Hauptsache sie rennen. Okay. Hauptsache sie machen irgendwas. Wäre schön, wenn ich auch mal so hochgehen könnte. Kann ich aber leider nicht. Ich glaube, jetzt machen sie Scheiße. Oh, das geht in die Hose. Es geht in die Hose. Das ist ja ihre. Warten Sie mal. Ich kann hier noch einmal hochkommen. Ja. Warten Sie einen Moment. Vielleicht sollte ich da auch mal hochkommen. Das war's. Okay. Oh. Das war scheiße. Rutschi langsam runter. Oh. So, das war kacke. Ja, dann kommen wir. Dann bleiben wir unten. Oh, ja, du bist vielleicht... Also ehrlich... Eigentlich möchte ich mit dir gar nicht mehr reden. Komm so runter, was machen Sie denn? Ich nicht, wie soll ich denn runterkommen? Ja, Fallschirm, fipp und da runter. Du bist auch so ein Fallschirm, ey. Hier sind die ganzen toten Leichen hier. Hm? Und außerdem ist das nur eine Etage höher. Meinst du, da komme ich runter? Ich glaube, das hackt. Da gehe ich doch lieber hier durch, ey. Da mache ich die doch alle kaputt. Kann ich hier durch? Ganz. Oh, yo! Ein Brennstoffbehälter? Oh. Ich gehe mal nach oben, ja? Wieder an. Scheiße. Aber nur, wenn sie das nicht stört. Ich muss jetzt... Oh. Wo kommst du denn her? Die sagt aber auch nichts, dass sie da ist, ne? Ich bin da. Ich bin schon da. Machen Sie das nicht anders. Der wird wach. Der wird nicht wach. Nicht wach machen. Ich wusste nicht, dass man das Licht nicht anmachen darf, deshalb werden die nicht wach. Zack! Da liegen ganz schön viele rum. Ja. Ich meine, die liegen ja nicht, ne? Nee, die sind am vegetieren. Muss mal gucken, ob ich da irgendwie... Ich hab hier noch einen. Ich hab ja nicht mehrere. Junge, geh doch unter den Tisch durch, ey! Junge! Den hast du schon platt gemacht. Na klar. Knack. Und pack. Das ist noch eine Schublade mit Zeug. Den hast du wach gemacht? Ich habe keinen wach gemacht. Du hast doch jemand wach gemacht. Nein. Laber doch nicht. Ich habe keinen wach gemacht. Ich schnapp mir mal den hier. Ja. Knack. Das knickt. Knackt immer sehr gut. Das stimmt allerdings. Ich hab hier noch jemanden. Der möchte auch. Ja, wo ist denn dieser Brennstoffbehälter? Knack. Aber wir kriegen keine infizierten Trophäe. Das ist komisch. Das ist das Problem. Wir machen hier so viele kaputt, ne? Ja.
Und wir kriegen hier nichts. Oh, warte mal. Jo. Hier kann man noch nachgucken. Ja, öffnen. Mal. Oh, Ziggis. Armreif. Ziggis. Dann war hier noch irgendwo was. Den kann ich noch durchsuchen. Da ist noch ein Mülleimer. Armreif und tralala. Teile, cool. Warum ist wieder das hier? Teile, okay. Jetzt will ich mal sagen, gehen wir mal hier durch, ne? Astrophin. Behalten Sie hiervon, wenn wir jetzt hier irgendwie... Einfach runter. Ah, nee. Ich habe eine andere Idee. Wäre? Der Wäscheleine? Zeige ich dir jetzt. Nein. Ach so. Wollen Sie es sehen? Oh, ah! Aua! Hm? Ich bin da. Ja, toll. Blättern Sie doch da rauf hinter Ihnen, Mensch. Ja, ist ja gut. Mein Gott, nee. So, wir müssen aber nach oben. Das bringt alles nichts. Ja, sieht auch schon wieder. Der hat noch einen Speer hier in, irgendwo in sich. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Kein Problem, oder? Doch, ist ein Problem. Aber nicht, wenn wir da rüber klettern. Oh! Scheiße, ey. Was bin ich Profi, ey. Echt jetzt. Was für ein Profi. Da müssen wir hoch. Hier können wir hoch. Bin oben. Muss mal da rüber kommen, warten wir mal. Bin oben. Oh ja, hier kommen sie hier hoch, aufs Dach sogar. Warten Sie mal, ich muss noch mal rüber schwingen. Kann ich da rüber kommen, wo Sie sind? Mhm. Ja, oder nicht? Hier ist ein Seil, Smiley. Warten Sie, Seil, Smiley? Oh! Leute. Und hier muss ich hochklettern? Ja. Hoch, dann nach rechts und dann nach oben. Oder nach links, nach oben, nach links, nach oben. Links, die. Links, links rüber klettern. Klettern. Hoch. Die haben nicht so lange Ausdauer. Kann ich nicht. Doch. Ja, du bist für ein Profi, dann gehen sie hier links hoch und dann noch rechts am Ende. So, jetzt rechts. Rechts rüber. Einfach nur gehen. So, und dann nach oben. Ah, jetzt habe ich verstanden. Okay. Das haben sie toll gemacht. Sollen wir da noch fluten? Oder wollen wir fluten nach oben? Fluten! Ja, der ist ja hier oben. Du willst ja nicht ganz nach oben. Ach so, der ist hier in dem Gebäude. Ja, der, der, klar, der muss hier irgendwo drin sein. Da muss er hier. Ah, Bienchen! Bienchen? Und Kamille. Wir sind schon da. Oh, ja. Ich hab gedacht, wir müssen noch. Bist du schon da? Bienchen! Ich habe das Gebäude erreicht, aber. Bienchen! Komme ich nochmal aufs Dach. Benutze einen Lüftungsschacht. Da sollte einer auf also doch. Sein. Also müssen wir doch das Ding benutzen. Lüftungsschacht. Ganz einfach. Klingt dubios. Lüftungsschacht. Ja. Haben Sie schon einen gefunden? Aber ist eigentlich Penthouse. Penthouse heißt oben, also ab nach oben. Penthouse, sag ich doch. Ja. Wenn du mir mal sagen würdest, wo du. Wenn du mir mal sagen würdest, wo du bist? Ja, ich bin hier mit dem Aufzug hochgefahren. Hm. Penthouse heißt doch eigentlich immer... Könnt ihr so eine reinhauen, ne? Was denn? Könnt ihr jetzt so eine reinklatschen? Warum? Ja, weil ich dich gefragt habe. Erreichen Sie über den Luftschacht... Ich habe dich gefragt. Ich habe dich gefragt. Ne? Ja. Ich habe dich gefragt. Nee, ich habe dich gefragt. Und du sagst, ja, Lüftungsschacht. Ja, Luftschacht, genau. Ja. Aber. Da ist aber nichts mit Luftschacht. Nee, aber das Penthouse ist immer ganz oben. Jetzt stehe ich nämlich wieder da, wo ich vorher auch war. Ja, mit dem Flitschi-Ditschi. Ja, alles klar. Das wollte ich ja vorher machen. Nee, Lüftungsschacht. Dann habe ich natürlich in den Lüftungsschacht geguckt. Hier, kommen Sie her. Ja, ja. Ich weiß, wie ich da hochkomme. Okay. Das, was ich am Anfang schon machen wollte. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken. Da oben ist ein Lüftungsschacht hier. Und da können wir rein dann, oder? Warte mal, hier sind zwei Sachen. Ja, ich weiß. Hier ist ein Lüftungsschacht. Ja, dann spring doch hoch da. Das bringt mir doch nichts, oder? Mit deinem Schirm da. Ach so, da hinten müssen wir rauf noch. Ah,
ich verstehe. Ja, manchmal hat man echt Probleme. Manchmal Alter! Das ist aber nicht einfach, hier raufzukommen. Ja, das werde ich jetzt sehen, ne? Also ich verabschiede mich schon mal von euch. Ja, das unten ist zum Glück. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen sterben, aber das macht nichts. Zuck! Oh! Boah. Ach. Hi. Geh doch weiter. Ja, die schwingende Ellie. Oh! Aua! Da haben sie aber toll gemacht. Ach man, ich will doch nicht diesen Spray. Jo! Geschafft. War mir wieder klar. Ich muss wieder hier die Ellie. Ja, ich bin ja auch der King of Currywurst, das wissen Sie doch. Sie sind ja auch hier der Star, ne? Ja, ich weiß. Ja. Jetzt stehe ich hier. Ja. Toll. Ich gehe schon mal hoch, ja? Ja, hier sind überall Öfzen. Wenn Sie es nicht schaffen, ich mache das schon. Oh, hier muss ich hoch. Ich habe hier einen Fahrstuhlschacht. Aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwo rankomme. Michael, das war toll. Das war ganz toll, was du da gemacht hast. Das war super. Du hättest das nicht besser machen können, ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Nicht besser machen können. So, ich bin wieder hier. Kann ich die Tür rein? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. War ja völlig umsonst. Was ich hier? 10, 9, 8, 7. Hier oben ist der irgendwo. Toll. Aber ich möchte da oben auch hoch. Wie komme ich denn da hoch? Ich will auch da hoch. Der ist über, ich will über auch mich. Da hoch. Da. Dann komm doch. Nicht. Komm. Nicht. Na komm schon. Ich muss mal den machen. Komm doch mal. So. Hier bin ich. Kommst du hoch? Aber ich weiß nicht, wie ich da raufkommen soll. Das ist mein Problem. Aua. Vielleicht sollte ich mich. Aua. Ah, ich hab schon gefunden. Aua. So, jetzt komm hier ran. Immer weiter schwingen. Dann springen weiter. Zack. Und zack. Ich hab's geschafft, Herr Hoxton. Ich bin wieder da. Na gut doch. Aber hier geht's weiter. Ist hier noch was? Haben sie alles durchsucht? Ja, komm her. Hier liegt noch was? Ich bin im Apartment. Ja, hier. Da war noch ein Mülleimer. Den musste ich einmal kurz reingucken. Achso, ja, hier ist das Apartment. Finden Sie die Wertsachen für Fran. 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 Ja, warte mal, hier kannst du was. Ja, dann machen wir doch einmal den Überlebenssinn. Hier kann man untersuchen. Ah, da kann man überall gucken. Der hier drin ist nichts mehr. Einmal Müll. Such weiter. Ja, ich suche weiter. Ich finde auch. Ich habe wieder ein Band gefunden. Ein Band? Achso, wo? Ah, da. Zack. Ja, jetzt wo man weiß, dass man den Überlebenssinn mal öfters einschalten sollte. Ja, da sieht man auch viel mehr Sachen, ne? Sieht man auch viel mehr Sachen. Eine zerbrochene Schaufel nehmen wir mit. Wir sollen weiter suchen. Aber es geht hier nicht weiter. Aber der hat doch mehrere Etagen, oder nicht? Warte mal. Ja, da oben geht's auch rauf. Ah ne, hier ist nur Verstecken. Hier, warte mal. Wir schauen mal eben, weil da geht's so. Nee, hier ist nichts. Hä? Es geht doch noch hoch. Es geht ja noch hoch. Warte mal, 8, 5, 4, 3, 2. Genau, hier ist oben noch. Hier ist oben noch? Ja, hier ist auch wieder was. Warte mal. Ja. Ich hab schon was gefunden. Es tut mir leid, es scheint so, als ob im Helikopter doch kein Platz für dich ist. Ich werde versuchen, einen weiteren Heli zu schicken. Keine Sorge, ich muss diese Sammlung retten. Grüße T. 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 Wer ist T? Nahm seine Gemälde mit, aber kein Platz für Jessica. Der romantische Drecksack. Wir gucken mal. Oh. Wir müssen trotzdem noch weiter gucken. Hier ist eine Tür. Warten Sie, bevor Sie da reingehen, gucken wir erstmal hier. Hier ist noch was zum Suchen. Ja, warten Sie, hier ist auch noch. Ach, da ist das. Warte mal, hier war was. Ich sehe gerade. Da, das Telefon. Untersuchen. Da war aber nichts. Wo sind Sie? Ach, da. The One.
Also auf dem Dach. Ein Versteck gefunden. Ein Hubschrauber war zu diesem Typ unterwegs. Ich sehe noch was. Sie haben alles aufs Dach geschickt. Ich bin dorthin unterwegs. Ja, ich hab's geahnt. Also müssen wir hier durch. Dietrich, einfach. Machst du oder ich? Ja. Beim ersten Mal sofort, geil. Ja, war ja auch einfach, du Vogel. Habt ihr das gehört? Einfach, du Vogel. Ich bin am Dach. Wir sind auf dem Dach, Herr Höchsten. Da war ein Helipad. Ein Helipad, ja, nee, ist klar. Hier ist, ach ja, doch hier. Ja, was ist ja, das denn? Ja, ist ja gut. Ich hab den Boah, die mit ihrer großen Schnauze immer, ne? Ich muss jetzt so lachen. Da warten Sie mal, da hinten wird was angezeigt. Oh, hier liegen die Toten. Oh, auf jeden Fall bist du denn. Der Heli ist aber hallo, schon lange weg. Monsieur? Hallo? Ah, Mist. Hier gibt es keine Gemälde mehr. Alles wurde zerstört. Luan, ich habe unseren Sammler gefunden, aber keine Hinweise auf seine Sammlung. Luan? Hey, bist du da? Mann, Aiden. Du nervst. Okay, ganz kurz. Hier ist nichts außer einer Flasche Whisky und einer Flasche Wodka. Na, zumindest ist es ein guter Whisky. Juan mag guten Whisky. Bring ihn zum Saufen, dann wird er vielleicht locker. Ist er immer noch in der Kantine? Ich habe ihn gehen sehen. Er scheint auf dem Weg zurück zum Schiff zu sein. Vermutlich zu seinem Quartier. Okay, ich schau dort vorbei. Hey, der Wodka? Daniel mag sowas. Wenn du vorbeischauen willst, was aber wohl nicht der Fall ist. Toll. Aber wenn du die Stadt wirklich erkunden willst, wäre das der Schlüssel. Ich meine ja nur... Sollen wir den Wodka hier nehmen? Ich weiß gar nicht, wo das sein soll. Ja, nehme ich mal mit. Ja. Okay. Sprechen Sie erneut mit Juan. Besuchen Sie... Ach, Scheiße, wieder zurück. Zwei Punkte. Die sind da hinten. Da hinten ist das Schiff. Da hinten ist das Schiff. Und das andere ist... Keine Ahnung. 400 Meter und das andere... Gucken wir mal eben auf der Karte. Ist wo? Eins ist in dem so, Bereich, das ist das Schiff. Da, das andere ist in 300 noch was Meter. Dann haben wir da, dann ist noch ein Überlebender. So, wir sollen aber erst zum Schiff. Erst zum Schiff, ne? Erst zum Schiff. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal in eine Sicherheitszone hier. Kann das besser funktionieren als gerade? Ich glaube, wir sind so hoch, wenn wir von ganz hier oben starten, kannst du bis zum Schiff gleiten? Das glaube ich nicht. Wir müssten Jum-Jum machen, oder? Ja, was denn jetzt? Ach so, du meinst hier so? Wenn du von hier aus startest, guck dir das mal an. Ja, tschüss. Ich kann mich aber nicht hochöppeln, das ist das Problem. Ich möchte jetzt erstmal mit meiner Ausdauer, dass ich nie abstürze. Genau. Das ist. Das sieht aber schlecht aus. Bitte, 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 lass mich hier landen, bitte! Boah, so gerade eben. Also du kommst bis hier hin. Also ich zumindest. Schaffst du das auch? Ja, du sowieso, du kommst ja noch weiter. Aua! Na? Wie geht's dir da unten? Nicht so gut. So sieht das dann aus, wenn man keine Ausdauer mehr hat, Herr Stöckel. Soll ich denn da auch hinkommen? Ja. Ich werde aber über sie rüber schweben. Ist nicht schlimm, dann schwebe ich weiter. Einfach Richtung Schiff. Und da ist er. Ich kann mich aber nicht hochpümpeln, ey. Das ist mein Problem, was ich habe. Lande lieber hier. Okay, ich bin unten. Die läuft da lang, da sehen wir sie. Brennstoffhälter erkannt. Dunkle Höhle entdecken. Toll. Was mache ich denn jetzt? Richtung Schiff. Ja, einfach Richtung Schiff. Gucken Sie, dass Sie Richtung Schiff gehen. Richtung Hafen. Einfach Richtung Schiff. Ich versuch das hier auch.
dürfen ja ruhig ein bisschen auseinander sein. Alter, was hustet der so? Okay, hier ist der Bahnhof. Und da ist das Wasser, Leute. Da ist das Wasser! Immer schön im Licht bleiben, dann passt das. Und ich... Ich hab hier... Nein. Komm mal her! Die Sicherheitszone habe ich hier! Ich bin 90 Meter. Ja, ich komm her! Ja. Komm zu mir! Hier ist eine Sicherheitszone. Ja. Metro. Komm. Ja, aber die müssen wir doch erstmal frei machen. Aua! Mann, ey, ich warte auf die Blöde, weißt du? Zack. Komm mal hier rein. Oh, cool. So, hier sind wir schon mal in Sicherheit einigermaßen. U-Bahn-Station. U-Bahn-Stationen bieten die Möglichkeit für schnelle Reisen, werden aber derzeit von Infizierten oder Banditen belagert. Um die Station zu aktivieren, müssen Sie den Hauptschalter im Elektroraum umlegen. Vorsicht, Vorsicht, auf dem Weg werden Sie Feinden begegnen. Sie müssen sie entweder töten oder ihnen aus dem Weg gehen. Manchmal ist die Stromversorgung der Station schlecht. In diesem Fall müssen Sie zuerst die Hilfsgeneratoren im Generatorraum finden und aktivieren. Tja, was machen wir jetzt? Versuchen wir was? Versuchen's. Okay, wir versuchen es. Gefährliches Gebiet. Entweder schleichen wir an denen vorbei. Dann muss ich aber Licht ausmachen. Und ich sehe die nicht. Das ist das Problem. Ich sehe die auch nicht. Ich habe mal Licht angemacht. Ich hab die ganze Zeit Licht an. Psst. Oh, da ist einer. Da hinten rennt einer rum. Da einer? Ah, oh, da laufen sie. Kommen sie raus. Wir gehen hier raus. Wir gehen raus. Lauf doch. Geh sie hinter mir. Lauf. Wir gehen zum Schiff. Wir gehen einfach nur zum Schiff. Lauf. Wir gehen zum Schiff. Hallo, Freunde. Hallo. Hi. Sie mit ihren doofen Ideen immer. Die müssen da sowieso rein, wenn wir den Lebkurs machen. Guck mal, wie der Schiff aussieht. Hier, alle sind tot hergelaufen. Das sieht nicht mehr so gut aus, ne? Das Schiff? Da ist ein Loch drin. Da hab ich den Anker kaputt gemacht. Geh rein. Ich mach Tür zu. Hallo Freunde! So Leute, und ich würde sagen, genau. Wie es weitergeht und was die zu uns sagen und überhaupt. Und so weiter, das machen wir beim nächsten Mal. Also, tschüss. Macht's gut!